Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Late Night Show. Und ja, es tut mir leid, dass wir so lange keine gebracht haben. Da kamen uns viele Dinge dazwischen, wie zum Beispiel unsere Arbeit. Denn das hier ist nur unser Zeitvertreib, man glaubt es kaum. Heute legen wir aber los mit einem Dystopia-Special. Das heißt, es geht um düstere Zukünfte und grausame Schicksale. Und zwar in verschiedenen Formen. Wir haben zum Beispiel mehrere Comics, Rollenspiel und sogar ein Hörspiel diesmal dabei. Vielleicht fragt ihr euch jetzt auch, warum sagen sie nicht, wer eigentlich bei dem großen Ostergewinnspiel gewonnen hat? Das haben wir schon. Falls ihr das hier auf unseren Computec-Seiten schaut, ihr findet die Auflösung dieses Gewinnspiels auf Orgenspalter.tv. Jetzt aber, bevor wir mit der Dystopie loslegen, ein anderes Thema, das mir sehr am Herzen liegt. Iron Man. Nein, Lego. Iron Man und Lego. Wir haben ja schon mal eine Trailer-Analyse gebracht und offenbar lagen wir mit praktisch allem richtig. Um genauer zu sein, geht es um dieses Set, Tumult in der Malibu-Villa. Die Malibu-Villa in dem Fall ist natürlich Tony Starks Bachelor-Pad, dieses extravagante, runde Ding an der Küste. Der Name ist sehr putzig, aber man kann ein Lego-Set ja auch nicht Terroranschlag auf Bumsbude nennen. Aus demselben Grund, warum sämtliche kleinen Nazi-Figürchen in Indiana Jones Lego einfach nur Wächter heißen. Egal, ich schweife ab. Aber wie dem auch sei, ja, wir rezensieren hin und wieder auch Lego-Sets. Okay, die Malibu-Villa, sehr männlich klingt das jetzt ja nicht, zeigt eine Szene aus dem Trailer, in der Tony Stark in seiner Villa von einem Helikopter des Mandarins beschossen wird. Wir sehen im Set nicht nur den Mandarin an Bord des Hubschraubers, übrigens schon das zweite Ben Kingsley-Lego-Männchen, sondern auch Pepper Potts im Iron Man-Suit alias Rescue und einen Extremis-Soldaten. Offenbar war unsere Vermutung also korrekt und wir bekommen eine Umsetzung der Extremis-Storyline gemixt mit dem aktuellen Invincible Iron Man. Das heißt, einen überarbeiteten neuen Tony Stark mit der Fähigkeit, seine Technologie nur mit Gedankenkraft zu nutzen, starke Frauencharaktere, Pepper Potts mit eigener Rüstung und den Mandarin, der Iron Man regelrecht demontiert. Bei aller Spoilerei ist die Malibu-Villa ein cooles Set. Die Designer haben es hinbekommen, die Architektur des protzigen Hauses umzusetzen und haben ganz viele Glasscheiben und Technokrimskrams eingebaut. Neben einem Computer und diversen Anzeigen übrigens auch eine Küchenzeile mit Mixer. Dazu kommen ein schicker Mandarin-Hubschrauber und ganze 5 Minifiguren, eigentlich 6, wenn man den Roboter, entweder Dummy oder Butterfingers, mitzählt. Und bei Kosten von 40 Euro frage ich mich, ob Lego keine Lizenzgebühren mehr für die Marke Marvel bezahlen muss. Vergleicht das einfach mal mit einem vergleichbar großen Set von Star Wars. Übrigens haben wir das Set vermutlich aus Zufall jetzt schon bekommen, denn eigentlich erscheint es erst Mitte Mai. In unserem lokalen Supermarkt stand es aber schon in den Regalen. 8,5 von 10 möglichen Punkten gibt es dafür. Jetzt aber zu dem versprochenen Dystopie-Special. Wir starten mit 2 Comics aus dem Hause Splitter. Die sind wie üblich nichts für Kinder und behandeln sehr erwachsene Themen, wobei Metronom sich zurückhält mit Brüsten und Blut, obwohl sowohl Sex als auch Gewalt durchaus Themen sind, aber irgendwie nur am Rande. Vor allem ist Metronom eine klassische Dystopia-Geschichte. Wir befinden uns in einer Zukunft, in der Europa zu einem echten Staat verschmolzen ist, einem faschistoiden Polizeistaat. Die Menschheit lebt in gigantischen, trostlosen Städten, die Umweltverschmutzung ist so enorm, dass sogar die Atemluft künstlich hergestellt werden muss und unser Müll von Weltraummüllmännern auf Deponien ins All geflogen wird. Jeden Tag wird ein neues Gesetz erlassen, das die Freiheit der Menschen weiter beschneidet, die in ständiger Angst leben, die Ausgangssperre zu verletzen und es daher mit der Polizei zu tun zu bekommen. Da die Protagonisten in dieser Geschichte aber Franzosen sind, nehmen sie all das noch relativ locker und beide haben eine gewisse Sonderstellung. Die weibliche Hauptfigur Lauren hat Kontakt zur Regierung, der männliche Held Linman ist durch sein Erbe reich und wenig angreifbar und schreibt für eine staatliche Zeitung Protestartikel, die nie veröffentlicht werden. Als ihm zur Last gelegt wird, das aufrührerische Buch Metronom geschrieben zu haben, gerät er aber doch in Konflikt mit der Obrigkeit, während beide Protagonisten versuchen, sonderbaren Vorfällen auf den Grund zu kommen, die einige Space-Müllmänner das Leben gekostet haben. Metronom erzählt diese Geschichte recht zurückhaltend mit viel Text und in klaren, ruhigen Bildern und dennoch bleibt die Story immer spannend und faszinierend. Sie ist bodenständig genug, um glaubhaft zu sein und hat dennoch viele gute Ideen. Vor allem ist sie aber dramaturgisch sehr gut aufgebaut und die Charakterzeichnung gelingt hervorragend. Vor allen Dingen gefällt mir die Darstellung einer Zukunft, in der ein faschistoides Regime es trotzdem irgendwie schafft, den Anschein von einem normalen Leben aufrechtzuerhalten und so zu tun, als wäre es noch eine Demokratie. 8,5 Punkte gibt es auch für dieses Werk. Der zweite Comic geht schon mehr in die Richtung klassische Science-Fiction. Karl spielt an Bord eines Gefängnisraumschiffs, das seit einem interstellaren Krieg verschollen im All treibt. Die Gefangenen an Bord sind auf sich alleine gestellt und die drei großen Rassen müssen zusammenarbeiten, um zu überleben und überhaupt ihre Felder zu bestellen, für die das wie gesagt gigantische Raumschiff genug Platz bietet, die Idee ist ja nicht neu. Der namensgebende Karl ist der Anführer der Menschen in diesem Schiff und strebt auch nach der Macht über die anderen beiden Völker, einerseits Telepathen, andererseits Wesen, die feste Materie durchdringen und die Fähigkeiten anderer Wesen absorbieren können.
Karl nutzt seine besonderen Kräfte, die er einer außergewöhnlichen Herkunft verdankt, um das Schiff unter seine Herrschaft zu zwingen, als etwas Unvorhergesehenes passiert. Viel mehr kann man auch nicht verraten, ohne zu spoilern. Der erste Band klärt zu Anfang aber alle Fragen recht schnell und teilweise auch recht plump. Da taucht zum Beispiel Karls Vater zum ersten Mal in dessen Leben plötzlich auf, liefert ungefragt Exposition und lässt sich dann umbringen. Die Hintergründe werden meist mit dem Holzhammer und den langen, trockenen Monologen vermittelt. Spannung und Mystery will dabei noch nicht so recht aufkommen, aber immerhin nach 48 Seiten hat man die Regeln der Welt verstanden. Auf diesen Seiten wird der barbarisch brutale Karl einem zwar in keinem Panel sympathisch und metzelt sich fröhlich durch die Welt, aber das ist ja auch mal erfrischend. Künstlerisch ist Karl über jeden Zweifel erhaben und präsentiert uns die Schlachtplatte in wunderschönen atmosphärischen Gemälden. Und auch wenn es nach Band 1 noch nicht so richtig Klick gemacht hat, sind wir gespannt, wie es weitergeht und verpassen dem ersten Band von Karl 7 von 10 möglichen Punkten. Natürlich kann man kein Dystopie-Special machen, ohne über Shadowrun zu reden. Und 2013 ist im Grunde ja auch irgendwie das Jahr von Shadowrun. Nicht nur, weil wir laut der Lore inzwischen schon von Drachen und anderen magischen Wesenheiten gehört haben, sollten die wieder aufwachen, obwohl natürlich Cyberverbrechen und Riesenkonzerne eigentlich der Hauptbestandteil des Rollenspiels sind, sondern auch, weil uns dieses Jahr eine Menge neue coole Shadowrun-Sachen erwarten, unter anderem dank Kickstarter. Da wäre natürlich Shadowrun Online, das Online-Browser-Rollenspiel, das wir letztes Jahr schon mit einem RPC Fantasy Award in der Kategorie Most Promising auszeichnen durften. Im Juni soll außerdem Shadowrun Returns über Steam erhältlich sein. Dieses Rollenspiel spielt sich ähnlich wie Online aus einer ISO-Perspektive, ist aber als rundenbasiertes Singleplayer-Spiel gedacht und grafisch aufwendiger. Für 2013 wurde zum letztjährigen Weltuntergang, Erwachen, außerdem Shadowrun 5 angekündigt, das im Sommer erscheinen soll. Im Herbst folgt dann sogar noch ein eigenes Miniaturenspiel Sprawlgängers. Und auch die deutsche Shadowrun-Redaktion bei Pegasus arbeitet schon eifrig an Quellenbüchern für Deutschland in Shadowrun 5. Humanity ist eine Hörspielreihe, die sehr gut ins Shadowrun-Universum passen würde, minus der Magie. In Teil 1 der vierteiligen Reihe begleiten wir einen Charakter namens Leonard das Chamäleon, der sich in einer nicht allzu fernen Zukunft als Regierungsagent verdingt. Die Macher der Serie nennen unter anderem Blade Runner als ein Vorbild und das merkt man auch. Leonard ist eigentlich gerade auf einem Auftrag, irgendetwas Dreckiges über einen Prominenten auszugraben, als er den Anruf erhält, doch bitte diesen Auftrag fallen zu lassen. Denkbar schlechter Zeitpunkt, er wird gerade entdeckt und sieht sich gezwungen, seine Waffe zu ziehen. Er wird natürlich fallen gelassen und als Mörder durch die Stadt gejagt. Die Story ist mit Cyberpunk-Elementen gewürzt und wir erfahren nur langsam etwas mehr über die Welt, die dahinter steckt. Eines ist aber auf jeden Fall klar, die Regierung ist korrupt. Das ist natürlich nichts für Kinder und man sollte es vielleicht auch nicht in der Öffentlichkeit hören, denn abgesehen von einigem Geballer wird hier auch ziemlich lustvoll gestöhnt und geflucht. Aber hören wir doch einfach mal rein. Fallen gelassen. Von einem Moment auf den anderen. Scheiße! Was sagst du? Ja. Schon ist Schrott auf völlige Immunität. Wir sollen ihn auf der abbrechen. Willst du mich verarschen? Das ist ein wirklich schlechter Zeitpunkt für solche Scherze. Eben noch der, du bist unser bester Mann. Was würden wir nur ohne dich, Superagent? Und jetzt? Das ist kein Scherz, Lennart. Schau mal, ist absolutes Tabu. Wir müssen sofort abbrechen. Tut mir leid, Alter. Ich muss aufhören. Jamal genießt fortan völlige Immunität. Jamal ist absolutes Tabu. Jamal hat sein Gehirn an eine weiße Hotelzimmerwand verteilt. Was hätte ich denn machen sollen? Ich hatte doch gar keine andere Möglichkeit. Ich mach dich fertig! Was mache ich jetzt? Wem kann ich noch trauen? Die meiste Stimmung baut Humanity mit seinem Soundtrack auf, größtenteils von der Band Vortex und mit seinen Soundeffekten. Aber auch die Sprecher sind teilweise echt hochkarätig besetzt, unter anderem hören wir die Stimmen von Pamela Anderson und Mark Wahlberg. Auch der Protagonist Leonard wird von jemandem gesprochen, der sein Organ beherrscht, nämlich vom Sänger Thomas Lindner von Schandmaul. Die Nebenrollen sind allerdings weniger prominent besetzt, entweder mit Laien oder mit Leuten mit dem Nachnamen Lindner. Kein Wunder, das Ganze wurde ja auch aufgenommen bei den Lindenblatt Records, also dem Studio von Thomas Bruder Stefan Lindner. Und ich glaube, niemand nimmt es mir übel, wenn ich das als Indie-Label bezeichne. Da kann man auch mal ein paar Amateursprecher, ich bin ja auch so eine, verzeihen, auch wenn sie mit einem schwäbischen oder fränkischen Dialekt dem Cyberpunk-Dystopie-Setting irgendwie etwas gemütlich Deutsches verleihen. Der Lennart-Sprecher macht seine Sache auf jeden Fall gut und bringt die sarkastische, unbeholfene Art des Hauptcharakters irgendwo zwischen Trottel und Profikiller sympathisch rüber.
Dramaturgisch lässt sich noch nicht so viel sagen. Nach Lennarts anfänglicher Misere gibt es einen Lando Calrissian-Moment und dann abwechselnd Fluchtszenen und Dialoge mit Bekannten, die ihm aus der Patsche helfen könnten. Das Ganze ist meist unterhaltsam, könnte aber ein bisschen mehr Tempo vertragen. So komme ich insgesamt auf 7 von 10 möglichen Punkten und bin mal gespannt, wie es weitergeht. Kommen wir nochmal zu Rollenspiel und Dystopie. Da haben wir diesmal diesen neuen Band mitgebracht, Deadlands – Hölle auf Erden. Das ist ein Ableger von dem ebenfalls schon auf Deutsch erschienenen Deadlands – Der unheimliche Westen. Und vieles, wenn ihr das gespielt habt, wird euch hier bekannt vorkommen, wie zum Beispiel die Erstellung des Charakters mit dem Ziehen von Pokerkarten. Das Setting ist allerdings ein anderes, wenn auch mit dem aus dem unheimlichen Westen verwandt. Anstatt in eine etwas andere Vergangenheit geht es diesmal in eine Zukunft. Und zwar in eine, wo mit Hilfe von Technologie, die auch ein bisschen mit Magie verbunden wurde, schon ein anderer Planet erreicht wurde. Natürlich ist danach aber alles schiefgegangen und die ganzen Monster, die im unheimlichen Westen hinter der Sache standen, haben die Welt verwüstet. Wir arbeiten uns dabei mit unseren Charakteren durch den unheimlichen und inzwischen auch ziemlich verstrahlten, zerstörten Westen und dabei wurden vor allen Dingen die übernatürlichen Klassen stark überarbeitet. Es gibt also keine Huckster mehr, die Karten mit Dämonen spielen, um irgendwelche Zauber zu wirken, sondern andere Klassen, wie zum Beispiel Psychos, die übernatürliche Kräfte haben, um sich zu tarnen und irgendwelche Gruppen zu infiltrieren, aber auch zum Beispiel welche, die Verstrahlung als übernatürliche Kraft nutzen, neue Tempelritter und sogenannte Schrotter, die aus allem möglichen Kram funktionierende Maschinen zusammensetzen können. Das System mit unterschiedlichen Würfelklassen zur Darstellung unterschiedlicher Talente erinnert an Savage Worlds, aber das ist auch kein Wunder, denn das hier erscheint in den USA im selben Verlag und inzwischen wurde es dort auch an Savage Worlds angepasst. Wer ein Rollenspiel sucht, das sich irgendwie anfühlt wie eine Mischung aus Mad Max und den dunklen Turmbüchern, der ist hier bestens aufgehoben. Da der Band vom Uhrwerk Verlag ist, gibt's mal wieder keine Punkte wegen Befangenheit, aber ihr wisst, wenn ihr euch angesprochen fühlt, greift zu, es ist gut. Übrigens ist das Ding auch für den RPC Award nominiert, wie unter anderem auch die Gareth Box, da haben wir ja schon mal reingeschaut, die Einsteigerbox zu Pathfinder, die haben wir auch schon rezensiert, den Shadowrun Band Drachenbrut und Warhammer 40k Schwarzer Kreuzzug. Die Abstimmung für den RPC Award, das ist ja ein Crowd Award, also ihr könnt entscheiden, was gewinnt, läuft derzeit noch auf BAFT. Das heißt, wenn ihr einen Favoriten habt, geht hin und klickt. Das war's für heute. Heinz und ich verabschieden uns. Das nächste Mal machen wir ganz originell wieder mit Das schwarze Auge weiter. Tschüss und bis dann.